Da ist ein blauer Schalter. Kann ich auf die Palmen? Nein, da falle ich durch. Gott sei Dank. What the fuck? So, willkommen zusammen bei der Part Star Alliance 10.5. What the fuck? Überrascht mich ja mal ein Gumba. Und ja, in diesem Part gehen wir in Welt 13, die sich hier befindet. Und zwar da oben. Darüber und da rein. Genau, hier befindet sich Welt 13. Black and White Boxes. Ja, ich würde sagen, dann gucken wir uns hier mal in der Schwarz-Weiß-Welt um. Kann man hier runterfallen? Ich. Warte mal, safe stehen. Ja, okay. Gut. Das heißt, es sind auch viele Abgründe. Warte. Warte mal, ich komme da hoch. Okay, das sind nur zwei Dächer, also nichts Wichtiges, das ich jetzt mal gesehen habe. Da war eine Fläche zum Stehen auf jeden Fall. Gucken wir uns auf jeden Fall mal ein bisschen um. Auch wie wir mit Kamera drehen, falls wir irgendwo im Abgrund vielleicht den versteckten sechsten Stern sehen. Oder da unten vielleicht. Das sieht auch etwas verdächtig aus. Ja, und da haben wir den sogar. Natürlich stehe ich dann auf einem Feld. Ich wollte das Feld eigentlich mit einem Weitsprung treffen, um dann gleich weiterzukommen, aber dazu müsste man das Feld auch besser sehen können, wo man landet. Und die Wand vermeiden. Aber perfekt. Damit gleich mal den sechsten Stern gefunden. Ist ja schon mal was. Fängt ja schon mal sehr gut an. Brauchen wir uns nicht mehr um den sechsten Stern dieser Welt zu kümmern, denn in Welt 3 fehlt er mir ja immer noch. Da habe ich jetzt auch immer nachgeguckt. Irgendwann werde ich mir dann sehr wahrscheinlich dann im Internet angucken müssen, wo der ist, weil ich finde den eigentlich, einfach nicht. Ich suche den eh schon offscreen, aber ich habe einfach keinen Plan, wo ich noch danach suchen soll. So, da unten war ich, glaube ich, gerade. Oder? Da unten war ich gerade. Hä? Wieso komme ich da jetzt nicht runter? Da unten müsste ich gerade gewesen sein. Was ich weiß. Ne, da unten war ich nicht. Da ist nur eine Wand. Okay, da geht es gar nicht weiter. Da ist eine Sackgasse. Und dann wieder hoch da. Und da hoch, genau. Der erste Stein heißt ja Boxes. Also müssten wir irgendwo Boxen finden. Und es wäre sehr nett von dem Mario, wenn du einen Weitsprung machen würdest. Ja. Oh, das war knapp. Ich weiß, warum ich die 16 mache. Ich war mir sehr sicher, dass er sich hier nicht festhält. Weil Mario das ja nicht beherrscht. Festhalten ist für ihn ein ganz neuer Begriff. Bist du hier kein Fakester? Warte mal, siehst du fake aus? Du bist auch ein Fakester. In der Nähe eines Fakestars befindet sich auch meistens der Richtige. Sehr wahrscheinlich irgendwo, ja genau, da hinten. Das war der Tower. Den habe ich zwar jetzt gerade nicht gesucht, aber egal. Es war auch der vorletzte. Das ist sehr schön, wir arbeiten uns von hinten nach vorne. Mal sehen, wo es noch lang geht. Was ist eigentlich hier mit diesem Weg?
Und dann der Weg hier. Dann hier hoch oder so. Sah nicht so aus. Aber ich probiere es gerne nochmal. Mit einem Safe State davor, versteht sich. Ah doch, okay, GG. Hier ist sogar der 100 Münzstern. Damit werden die Boxen gefunden in dieser Welt. Das ist sehr gut. Das heißt, es fehlen nur noch die normalen Sterne in dieser Welt. Ich muss sagen, das gefällt mir bis jetzt. Hab keine Ahnung von der Welt und finde gleich mal die zwei versteckten Boxen auf Anhieb. Da ist ein blauer Schalter. Kann ich auf die Palmen? Nein, da falle ich durch. Gott sei Dank. Ja, es sind hier oben. Ah, okay. Die Frage ist, geht es da hinten noch weiter? Ich meine zwar nicht, weil da ist, glaube ich, einfach Ende. Oh, da ist einfach Ende. Hm. Da ist nichts mehr. Da geht's weiter. Da geht's mit Wandsprüngen hoch. Da sind auch ein paar Boxen und da oben habe ich schon einen Stern gesehen. Das ist nicht geplant gewesen, aber egal. So. Mal sehen, ob das der 90. Stern ist. Nee, das ist wieder dein Fakester. Das heißt, wir müssen sich hier ein bisschen umsehen. Ich wollte gucken, ob ich da einen Wandsprung nach oben machen kann, aber vielleicht kann da auch nicht raus. Das ist eine Wand, okay. Aber der Stern muss ja hier irgendwo in der Nähe sein. Ja gut, okay. Hab ich gesagt. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Der Park. Na dann gehen wir in den Park. Ja, ja. Du kriegst mich bitte nicht. Gehen wir da wieder hoch. Das sind zwar die Boxen, aber vielleicht ist hier auch noch was anderes. Hier geht es zum Beispiel noch weiter. Ja, vielleicht nicht nach unten, aber... Da ist doch Abgrund. War mir jetzt nicht sicher. Kann ich nie wissen, weil schwarz ist die Wand, genauso wie der Abgrund. Hey, was habe ich denn da unten Schönes erblickt? Vielleicht sollte man jetzt auch noch ein bisschen zielen. Vielleicht den Schalter aktivieren. Das heißt, hier unten anscheinend ein paar Schalter finden. Da war die 2. Da ist die 3. Nein, nicht wieder. Nicht wieder ausschalten. Bitte aktiviert lassen. Da war ich schon. Da auch. Es gibt noch diesen Weg hier. Wo einfach mal eine Sackgasse und nichts ist. Das ist auch eine Möglichkeit. Vielleicht da oben. Sehe noch nichts. So.
Ah, okay. Da wollte ich eigentlich eh zuerst runter, ne? Jetzt müsste aber heißen, dass eigentlich alle 5 Schalter da unten sein müssen. Kann nicht sein, dass einer irgendwo ist. Das glaube ich aber nicht. Der muss auch hier unten irgendwo sein. Ach komm. Da ist er. Das war nicht mal der letzte. Weil da hinten noch einer ist. Und da war auch, glaube ich, noch einer. Ja. Ich habe da jetzt keine Ahnung, wo der gespawnt ist, aber ja gut. Ich hoffe einfach mal da oben. Wäre am logischsten. Wenn jetzt hier oben irgendwo gespawnt wäre, aber... Ich glaube, der da oben ist neu. Der kommt mir jetzt zumindest gerade sehr neu vor. Wo ist der jetzt hin? Ich habe den doch gerade noch gesehen. Ach so, so soll man da normalerweise hoch. Deswegen ist hier oben ein Gumba. Okay, nee, aber hier sehe ich ihn jetzt nicht. Das würde bedeuten, er ist da unten irgendwo. In irgendeinem Gang. Ah, hier in dem Gang, wo nichts war. Ja, okay, da hätte man auch nachsehen können. Panels ist damit auch geschafft, das war aber nicht Park. Aber ich habe eine Ahnung, wo Park sein könnte. Dazu müssen wir nochmal da in die Nähe, wo wir gerade waren. Und genau da wieder hoch. Und dann gehen wir mal da weiter. Da bin ich ja vorhin runtergefallen, das wäre ich jetzt auch fast. Wissen, ob sie ja hier drüben geht's weiter. Ja, ich weiß nicht, ob er das von mir verlangt, aber ich weiß ja nicht, was ich das hier bringen soll. Jetzt nicht sterben. Kann man auf diesen weißen Dinger nicht stehen? Nee. Okay. Also man kann nicht hinten runterfallen, man kann auch nicht seitlich runterfallen. Also irgendwas muss das ja zu bedeuten haben hier. Kann man da dann vielleicht Bandsprünge machen? Das kann doch gar nicht sein. Vielleicht muss ich dorthin. Ja gut. Man hätte es halt schaffen müssen. Gibt ihm jetzt noch einen Versuch, aber nee, was soll denn das bringen?
Es ist wahrscheinlich nur, damit ich mich, falls ich da runterrutsche, wieder irgendwie hierher retten könnte, aber ich sehe jetzt da sonst keinen Sinn darin. Deshalb gehe ich da jetzt mal weg. Hier kann man ja nirgends irgendwie drüber, oder? Nicht, dass ich wüsste. Nee, und da geht's auch nicht durch. Naja, egal. Wir werden schon herausfinden, was das gut ist. Und da unten... Der Weg hier... Warte mal, war bei dem Weg nicht die... Der Star Rail 7, die Gasse, wo es da irgendwie so komisch reinging? Dieser schwarze Weg. Okay. Vielleicht entweder gibt es ihn nicht mehr oder er war nicht hier. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nur, irgendwo gab es in Star Rail 7 so einen Weg, den man einfach nicht gesehen hat. Mal gucken, was da oben aber so ist. Hier ist ein paar Palmen und so. Wow, das war knapp. Ja, mal auf Nummer sicher gehen und hier mal ein Safe setzen. Ja, weil bei der Fläche war ich mir jetzt nicht sicher, wie breit sie ist. So, darüber und darüber. Wow. Und jetzt bin ich hier, wo ich vorhin da unten war. Ja. Ich musste das natürlich auch direkt demonstrieren, damit jeder weiß, wo ich bin. Ist ja ganz klar. Das war zu wenig. Den sehen wir natürlich nicht aus. So. Und hier zwei Ansprünge, oder wie? Okay, nee, da ist keine Wand. Ah, okay. Ja. Bisschen umsehen und dann weiß man's. Hier der Stern. Pillars. Ja, fehlt nur noch der Sternpark. Oder? Ja, Sternpark fehlt noch. Wäre schön, wenn wir die ganze Welt in diesem einen Part abschließen würden. Dazu müsste ich jetzt aber natürlich den Park finden. Ja, es war klar, dass ich jetzt da reinrenne. Dazu war der Safe State sehr gut gesetzt. Wo war ich denn noch nicht? Das Level erinnert mich sehr stark an Ends to Era, das erste Level. Ich meine, das ist von Ends to Era, das erste Level, einfach in Schwarz-Weiß. Ich könnte mich jetzt auch natürlich grob täuschen, aber das sieht mir alles sehr verdächtig aus, Ends to Era Welt 1 aus. Hier oben, da, ich glaube sogar der blaue Schalter, das Original da. Da der Start. Da die Brücke drüber. Da diese Stege nach unten. So, es müsste Star Rail 1. Ah, Star Rail 1. Entziere Welt 1 sein. Also, wenn es das nicht ist, dann weiß ich es auch nicht. Da ist auch genau der Weg da hoch nach Kuppelsstadt oder so. Dann geht's darüber. Genau hier über diese Plattformen. Und da unten müsste der Cooper Park sein. Vielleicht ist in diesem Park jetzt auch irgendwo ein Stern.
meine, ich weiß ja nicht. Ich gehe jetzt mal auf die Suche danach. Aber ich, nee, ich sehe hier keinen Stern irgendwie. Wow, wow. Alles klar. Alles klar. Erstmal runterfallen. Da war ein Loch, das weiß ich noch, aber es ist glaube ich nicht mehr da. Ich meine, es war die Wand, dass ich so eine Einbuchtung mit einer Münze drin hatte. Und hier. Ich bin so ein No-Hand. Ja, perfekt. Wir haben die Welt abgeschlossen und damit auch den Part gestreckt. Das heißt, im nächsten Part werden wir, entweder ich erkunde mich, wo in Welt 3 und 4 diese Boxen sind, was ich auch, ich werde, in Welt 9 muss ich auch noch gucken, wo dieser Cannon Guy ist, 11 und 12, also wir werden im nächsten Part so die ganzen Welten abschließen, also die ganzen, was noch fehlen, und dann sozusagen, ich schätze mal, im übernächsten Part werden wir das ganze Projekt beendet haben, weil ich schätze mal, Welt 14 ist die letzte. Es gibt glaube ich keine Welt 15. Ich glaube, in Star Wars 7 gab es auch keine Welt 15. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Kann mich jetzt auch täuschen. Es gibt nur eine Welt 15, dann fehlt natürlich noch ein bisschen was. Aber ich meine, es gab nur 14 Welten. Und daher, ja, war es das für diesen Part. Also, bis dann und auf Wiedersehen.